Hallo und herzlich willkommen zurück auf Cute Life Hacks. Wie versprochen ist das hier das Follow-up-Video zu dem Jelly Worlds-Video. Hier könnt ihr sehen, wie sich die Jelly-Behälter verändert haben und ob es möglich ist, eine Do-It-Yourself-Version davon zu machen. Die Resultate waren wirklich überraschend, also bleibt bis zum Ende des Videos dran, um zu erfahren, was die beste Do-It-Yourself-Methode ist. Falls ihr neu hier seid, vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und uns auch auf Instagram unter @cutelifehacks.de und mir unter @meineversion zu folgen. Ich habe auch noch einen zweiten YouTube-Kanal, der ist jetzt rechts oben verlinkt. Aber zurück zur Jelly World. Vielleicht erinnert ihr euch, aber es war wirklich schwierig, das Jelly zu machen, da man Sodium, Polyacrylat und destilliertes Wasser miteinander vermischen muss. Und das Ganze funktioniert nicht immer mit Leitungswasser und man bekommt nicht genügend Materialien, um es noch einmal zu probieren, falls es nicht gleich beim ersten Mal klappt. So sehen die Behälter nach 2 Monaten aus. Von links nach rechts sind hier alle aufgereiht, die ich mit Mineralwasser, Leitungswasser, entmineralisiertem Babywasser und destilliertem Wasser probiert habe. Ich war wirklich beeindruckt, wie toll sich alle Behälter gehalten haben und sie schauen genauso aus wie vor 2 Monaten. Alle Spielzeuge haben sich an derselben Stelle befunden und sogar die Luftblasen waren alle noch da. Trotz des relativ undichten Deckels ist keines der Jellies ausgetrocknet. Daher sind die Jelly Worlds tatsächlich als Raumdekoration geeignet. Falls ihr beschließt, sie selber zu machen, verwendet auf jeden Fall destilliertes Wasser, damit das Jelly kristallklar ist und auch bleibt. Was allerdings noch erwähnenswert ist, ist, dass einer der Behälter zu schimmeln begonnen hat. Das hier ist 3 Monate, nachdem ich das erste Video gedreht habe und es handelt sich um den Behälter mit dem entmineralisierten Babywasser. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas mit dem Wasser zu tun hat, denn das Wasser kam aus einer verschlossenen Flasche und keiner der Behälter ist so steril, da dieses Spielzeug auch mit den Händen angegriffen werden soll. Die einzig logische Erklärung ist, dass es in meinem Büro zu heiß war, aber es ist trotzdem komisch, da nur das Einhorn und keines der anderen Spielzeuge zu schimmeln begonnen hat. Es ist nicht nur schwarzer Schimmel, sondern auch ein etwas oranger und es sieht wirklich widerlich aus. Falls das bei einem eurer Behälter passieren sollte, dann müsst ihr diesen und dessen gesamten Inhalt natürlich entsorgen. Auch wenn ihr dieses Spielzeug überraschenderweise sehr lange aufheben könnt, gibt es trotzdem eine Chance, dass es kaputt oder schimmelig wird. Also müsst ihr da ein wenig aufpassen. Lasst uns jetzt mit den Do-It-Yourself-Jelly-Experimenten beginnen. Ich habe ein paar der Vorschläge aus den Kommentaren des letzten Videos ausgesucht. Also danke an alle, die kommentiert haben. Die Experimente jetzt sind mit Oribees, mit Jiggly Slime und auch Handdesinfektionsmittel und einem Art Badejelly ausgetestet. Es tut mir leid, aber in diesem Video werde ich keine Do-It-Yourself-Spielzeuge für das Jelly machen, da es tatsächlich komplizierter ist, das Jelly selbst zu machen. Von den 4 verschiedenen Methoden funktioniert nur eine vielleicht und bei der bin ich selbst mir nicht ganz sicher, da ich seitdem ich das Video gefilmt habe, nicht mehr überprüft habe, wie sich das Ganze langfristig verändert hat. Falls ihr wissen wollt, wie sich das Ganze verändert hat, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram unter @cutelifehacks.de. Das erste Experiment ist Jiggly Water Slime und ich habe hier einfach Reste von einem Slime verwendet. Der Slime war wegen dem vielen Mischen ein wenig trüb, also habe ich ihn für ein paar Tage stehen lassen. Er ist nicht komplett transparent geworden, aber das ist vollkommen okay, denn wir wollen hier hauptsächlich prüfen, ob die Textur passt oder nicht. Ich habe wirklich gehofft, dass diese Methode funktioniert, denn wir haben ja alle schon mal Gegenstände in Clear Slime gesehen und das Ganze sieht dem Jelly World Behältern wirklich unglaublich ähnlich. Aber leider war mir gleich, nachdem ich das erste Spielzeug in den Slime gegeben habe, klar, dass die Konsistenz komplett anders ist als die von dem Sodium-Polyacrylat-Jelly. Der Slime ist viel klebriger. Man spürt auch viel mehr Widerstand, wenn man die Spielzeuge hineindrückt. Dadurch ist es fast unmöglich, die Spielzeuge im Slime zu arrangieren, weil dieser sich die ganze Zeit bewegt und die ganzen Spielzeuge sich im Slime mitbewegen. Außerdem ist der Slime nicht stark genug, um die Spielzeuge zu tragen und diese sinken zum Boden des Behälters. Es ist richtig traurig zu sehen, wie der Drache langsam zu Boden sinkt. Die Luftblasen zu machen war auch ein wirklich großes Problem. Wie ihr hier sehen könnt, steigen alle Luftblasen sofort wieder an die Oberfläche und bleiben nicht im Slime eingeschlossen. Alles in allem ist der Slime ein großer Fail gewesen und funktioniert gar nicht als Do-It-Yourself-Aquarium-Spielzeug.
Hier seht ihr einen Vergleich, wie unterschiedlich die zwei Texturen sind. Slime ist sehr elastisch und der ganze Slime bewegt sich herum, wenn man nur einen kleinen Teil davon sieht. Dadurch ist es schwer, die Spielzeuge darin zu arrangieren und alles im Slime bewegt sich viel und gibt gleichzeitig aber auch einen Widerstand ab. Im Vergleich dazu hat das Sodium-Polyacrylat eine perfekte glatte Oberfläche. Das Jelly fühlt sich ein wenig so an, als würde man mit einer Art Kuchenglasur spielen. Leider ist also Slime wirklich nicht eine Methode, die auch nur ansatzweise an das Erlebnis mit dem süßen Aquarium rankommt. Kommen wir jetzt zur nächsten Methode. Hier handelt es sich um durchsichtige Orbis, also Wasserperlen, die mit Wasser aufgefüllt werden. Falls ihr das erste Video gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, dass Orbis auch aus Sodium-Polyacrylat bestehen. Das garantiert aber nicht, dass diese Methode funktioniert, weil es hunderte verschiedene superabsorbierende Polymere gibt, die sich alle unterschiedlich verhalten. Ich beginne hier, indem ich ein paar durchsichtige Orbis in destilliertes Wasser gebe. Nach einem Tag sieht das Ganze dann so aus. Das Tolle ist, wenn man mehr Wasser hinzufügt, werden die Orbis komplett transparent. Es ist wirklich erstaunlich, wie transparent dieses Ergebnis ist. Also man könnte nicht glauben, dass das hier alles mit Wasserperlen gefüllt ist. Aber da die Perlen noch in dem Behälter enthalten sind, kann man die Spielzeuge wirklich unterschiedlich arrangieren und platzieren. Und sie bleiben sogar an der richtigen Stelle. Verhältnismäßig gibt es hier zum Slime wirklich wenig Widerstand. Ein Nachteil dieser Methode ist, dass die Flüssigkeit einfach nur Wasser ist und daher kann man keine Luftblasen machen, die auch darin bleiben. Ich war zu Beginn unglaublich begeistert, wie toll das Ganze funktioniert. Durch die Spielzeuge sieht man an der Oberfläche ein paar Orbis, diese kann man aber ganz einfach entfernen und den Rest mit Wasser auffüllen. Das Behältnis ist unglaublich durchsichtig und die Spielzeuge bleiben an Ort und Stelle. Man kann die Textur der Orbis nur erkennen, wenn man etwas hinter den Behälter gibt. Aber bei den Figuren selbst erkennt man wirklich gar nicht, dass der ganze Behälter mit Wasserperlen gefüllt ist. Wasserperlen werden als Dekorationsgegenstände beispielsweise für Blumen verwendet. Schon einige Zeit nach dem Filmen ist mir aber etwas aufgefallen. Denn diese Methode hat eine ganz große Schwachstelle. Die Wasserperlen werden weiterhin das Wasser aufnehmen. Also wird das Wasser, das wir hinzufügen, damit das Ganze durchsichtig wird, auch schnell wieder verschwinden. So hat das Behältnis nach nur 30 Minuten ausgesehen. Die Orbis sind viel größer geworden und dadurch wird es schwerer, die Gegenstände darin herumzubewegen. Die Orbis zu zerkleinern würde auch keinen großen Unterschied machen, da diese einzelnen Teile genauso die Flüssigkeit aufsaugen würden. Das Sodium-Polyacrylat-Puder aus dem Jelly World Kit ist genau so kalibriert, dass es mit einer bestimmten Menge an Wasser die maximale Ausdehnung erreicht. Diese Berechnung ist mit den Orbis nicht möglich, da diese viel größer sind und sich einfach immer weiter ausbreiten werden. Auch wenn diese Methode für eine kurze Zeit Spaß gemacht hat, ist es leider keine Methode, die man langfristig umsetzen kann und mit der man langfristig auch eine Freude hat. Als nächstes probieren wir das Handdesinfektionsmittel. Das hier war die größte Verpackung, die ich finden konnte. Und um ehrlich zu sein, bin ich dieser Methode gegenüber ein wenig skeptisch, da das Gel wirklich sehr dünnflüssig ist. Man kann aber sehen, wie sich die Flüssigkeit im Container bewegt, wenn man die Flasche neigt. Und daher ist es wirklich schwer, sich vorzustellen, dass dieses Gel stark genug ist, dass es schwere Plastikgegenstände trägt. Für dieses Experiment habe ich einen kleineren Behälter verwendet, da ich nicht viel Produkt verwenden wollte, ohne zu wissen, ob es tatsächlich auch funktioniert. Im Gel sind schon von Anfang an viele kleine Luftblasen, die ich nicht wirklich entfernen konnte. Aber ich denke, das kommt hier auch auf die Marke des Handdesinfektionsmittels an. Ich bin wirklich zu 100% davon ausgegangen, dass die Gegenstände sofort zum Boden des Behälters sinken würden. Aber zu meiner Überraschung ist der Stern mehr oder weniger in dem Gel schweben geblieben und ganz ähnlich hat es sich auch mit diesem kleinen Hund verhalten. Man kann sogar Luftblasen machen und diese bleiben auch im Gel eingebettet. Mir ist allerdings aufgefallen, dass zu große Blasen in dem Gel dann doch nicht bleiben und aufsteigen. Das Gel hat also eine bestimmte Dichte und kann nur Luftblasen bis zu einer bestimmten Größe tragen.
Es gibt kaum Widerstand vom Handdesinfektionsmittel, also nicht vergleichbar mit dem Slime und wirklich ein tolles Ergebnis. Ein anderer Zuschauer hat vorgeschlagen, Glitzer in das Handdesinfektionsmittel zu geben. Also musste ich das unbedingt ausprobieren. Ich habe hierfür Holographic Sterne verwendet, da diese perfekt zu dem Kawaii-Weltall-Thema passen. Ihr müsst das Glitzer recht gut unterrühren, aber es verteilt sich auch sehr schön und schwimmt im Gel. Dieses Resultat hat mich definitiv überrascht. Ihr könnt sehen, wie dünnflüssig das Gel tatsächlich ist, sodass es sogar wackelt, wenn ich das Glas bewege. Und trotzdem kann es die Spielzeuge und auch die Luftblasen halten. Ich wollte mich hier allerdings nicht zu früh freuen, da ich vom Orbeez-Experiment weiß, wie schnell sich alles verändern kann. Der Behälter mit dem Handdesinfektionsmittel hat sich tatsächlich während der ganzen Zeit, in der ich gefilmt habe, gar nicht verändert. Ich habe seither nicht mehr nachgeschaut, ob sich etwas getan hat, aber ich bin schon so gespannt, ob es noch immer gleich aussieht. Ich werde auf Instagram Updates posten, also falls ihr sehen wollt, was sich verändert hat, falls das Handdesinfektionsmittel tatsächlich als Ersatz funktioniert, dann kann ich unglaublich viele verschiedene Do-It-Yourself-Versionen damit machen. Als letztes wollte ich noch dieses Shower-Jelly ausprobieren. Dieses ist allerdings außerhalb der USA schwer zu bekommen und nicht unbedingt eine praktische Lösung für dieses Do-It-Yourself. Aber die Textur hat mich einfach unglaublich an das Jelly erinnert. Man kann seine Hand hineinstecken, so wie bei dem Slime, aber die Masse bricht leicht. Ich habe alles in einen Behälter gegeben und dann ein wenig gewartet. Mir ist gleich aufgefallen, dass das Jelly zu dickflüssig ist und leicht reißt, wenn man die Gegenstände hineindrückt. Die Mischung wird nach einiger Zeit wieder glatt und ebenmäßig, aber leider sind die ganzen Spielzeuge in der Zeit auch schon zum Boden gesunken. Es war auch zu dick, um Luftblasen zu machen. Ich habe es nicht einmal geschafft, Luft hineinzudrücken, weil das Jelly immer wieder gebrochen ist. Der letzte Versuch ist also eindeutig auch ein Fail, obwohl das Jelly sehr wie das vom Jelly World Kit ausgesehen hat. Es ist aber definitiv kein Ersatz für das Original. Alles in allem waren einige der Ergebnisse wirklich überraschend und ich hätte niemals damit gerechnet, dass Handdesinfektionsmittel so toll reagiert. Vergesst nicht, mir auch auf Instagram zu folgen unter @cutelifehacks.de und unter meine Version, weil dort zeige ich euch die Updates und ob es wirklich langfristig funktioniert hat. Danke euch vielmals fürs Zusehen. Bye!